Hallo und herzlich willkommen zum Crusader Kings 2 Durchgang, noch immer mit Byzanz, mit dem Heiligen Römischen Reich, wollte ich schon sagen, mit dem Römischen Reich. Und ja, es ist schon fast alles rund hier. Es ist auch schon über eine Woche her, seit ich das letzte Mal gestreamt habe hier mit dem Spielstand. Und heute geht's mal wieder ein bisschen weiter. Ich hoffe mal, dass wir ein paar der Provinzen, die wir hier sehen, noch einnehmen können. Also die hier zum Beispiel noch versteckt sind und nicht uns gehören. Das Problem ist momentan, dass wir aktuell 11 Jahre alt sind. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass da irgendwas war. Ich weiß nur noch, dass ich aufräumen wollte. Ich weiß aber nicht mehr, wieso ich es nicht mehr gemacht habe. Wahrscheinlich war ich zu faul. Ich weiß es nicht. Und jetzt bleibt natürlich mir wieder die ganze Arbeit hier übrig. Und das werden wir heute einfach mal probieren. Ansonsten würde ich sagen, wir bringen erstmal Ordnung ins Reich. Dann ist doch unser Vater, ist der hier am 3. Februar 1134. Okay, der ist wirklich erst vor 2-3 Monaten gestorben. Beim Erledigen eines Geschäfts. Ich habe keine Ahnung mehr, was da passiert ist. Wir haben das Römische Reich immer noch, Griechenland, Königreich, Thrakien haben wir auch noch, Herzogtum haben wir, Grafschaft und die ganzen Grafschaften. Das ist soweit in Ordnung. Wir müssen aber ein bisschen aufräumen. Wir haben hier schon wieder jede Menge Anfragen nach Heirat arrangieren. Unser Onkel mit der Königin Leuka von Brythoniat, ja, soll er doch. Dann nochmal unser Onkel, der wird doch jetzt normalerweise, na gut, schon weg sein. Unsere Schwester mit dem König Num, dem Fetten, da freut sie sich bestimmt nochmal. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wir warten ab, bis wir erwachsen sind. Wir sind bei der Bedrohung wieder 100%. Wir haben ja beim letzten Mal riesig Krieg geführt an, ich glaube, 8 Fronten gleichzeitig. Und sobald wir volljährig sind und sobald der Waffenstillstand weg ist, werden wir uns die einzelnen Provinzen erholen. Ich schaue nochmal. Ah, ich kann noch leider nicht reinschauen, weil wir nicht volljährig sind. Das heißt, wir müssen uns erstmal darauf konzentrieren, dass wir unser Reich wieder etwas unter Kontrolle bringen. Was ist es schon scheiße, wenn man dabei stirbt? Das hast du richtig gesagt. Das ist korrekt. Wir schauen mal bei den Vasallen, wie da die allgemeine Meinung von uns ist. Meinung von Vorgänger ist nicht so gut, die läuft, oh, die dauert aber lange, bis 1153 dauert das noch. Die Meinung vom Vorgänger, der ist aber ziemlich, eieiei. Aufgebote ist hinfällig, kurze Herrschaft fällt auch weg, imperiale Verwaltung bleibt, möchte einen Sitz im Rat, Pfalz und Metz will er die Kontrolle haben. Haben wir die? Ist er denn da sauer auf uns? Wir haben doch nicht die Pfalz. Ist er denn da sauer auf uns? Kann ich doch nichts dafür. Soll er sich die doch selber holen? Kann er nicht, weil wir die Gesetze so gesetzt haben, oder? Wir haben immer noch, genau, wir haben immer noch Verbot von Vasallenkriegserklärung. Ah, wir wollten auch das hier noch ändern. Wir haben es ja auf, zuerst hatten wir es auf extern, dann auf Verbot gesetzt, damit die sich nicht mehr gegenseitig hier aufreiben. Und jetzt können wir es wieder auf extern setzen. Vielleicht helfen uns unsere Vasallen dann, dass sie hier die Provinzen, die uns noch nicht gehören, die einzelnen oder die einzelnen Besitztümer, dass uns die Vasallen helfen, dass die dann quasi eingegliedert werden. Und hier sehen wir schon, ich glaube, man kann das anhand der Farbe erkennen und anhand dem kleinen Wappensymbol hier. Hier sieht man es zum Beispiel. Hier gehört alles uns, außer die Moschee von Debdu. Und hier oben zum Beispiel ist es Vilja von El Arachur. Und hier drüben Ark von Eid El Auni. Die brauchen wir alle. Ne? Das sind alles Besitztümer, die wir brauchen. Am einfachsten ist es wirklich, wenn man sich anhand den Wappen orientiert, wenn man hier einfach dann so durchgeht und mal schaut, ob irgendwo ein fremdes Wappen ist. Hier ist zum Beispiel auch eins. Yep, Stadt Sollum.
Und das werden wir dann machen und dann werden wir uns hier ein Besitztum nach dem anderen hoffentlich zurückholen. Und da müssen wir uns halt einfach durcharbeiten. Alle sind natürlich angepisst jetzt, immer noch 100%. Das heißt, da kommen auch wieder alle mit. Ich lasse mal die Zeit laufen. Wir haben 42 von 36 Vasallen. Ich denke mal, wir können da nicht mehr viel dran ändern. Kurze Pause nochmal. Eventuell können wir noch was drehen, aber normalerweise habe ich hier schon ziemlich gut aufgeräumt. Gehört zu Griechenland. Die Patriarchen, Bischöfe und so weiter, die helfen uns nichts. Wir brauchen mindestens Grafen zum Abgeben. Hier oben der Graf, der gehört de jure mäßig zu Königreich. Oh, den können wir abgeben. Gehört die denn zu uns? Ah, nee, Moment. Brünojat. Das sind die, die wir noch brauchen. Okay, und die sind unabhängig. Das heißt, die werden wir auf alle Fälle angreifen müssen. Aber können wir denn vielleicht... Können wir denn dich vielleicht dann doch zu einem anderen Königreich hinzufügen? Ich meine, der ist ja eh eingesperrt. Wahrscheinlich sogar von uns. Heißen wir Boethios tatsächlich. Also der ist von uns eingesperrt. Aber vielleicht können wir den dann übertragen. Oswald Mailor. Ist hier irgendwo ein König, der gewillt ist, ihn anzunehmen? Moment. Wer ist denn das? Der sieht ja genauso aus wie wir. Emperor Boethius von Römischen Reich. Ach so. Ich dachte schon, wir sind jetzt hier wieder katholisch. Nee, natürlich nicht. Na gut. Ich guck mal, ob wir hier irgendwo den zum Beispiel, der ist auch eingekerkert. Ist der von uns eingekerkert? Nee. Vielleicht können wir dir den Vasall übertragen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Aber wenn ich ihn sehe, geht offenbar nicht. Der Oswald. Schauen wir mal, ob wir nochmal jemanden haben. Es geht ja schon wieder gut los. Oh, ich muss erst wieder reinkommen. Wir haben lauter Könige und unterste Grafen. Lancaster können wir nicht machen. Noch nicht. Wessex müsste eigentlich gehen, oder? Königreich England. Gibt es denn das Königreich? Oh, er hier. Vasall übertragen. Wessex. Oh, haben wir schon mal einen weg. Haben wir schon mal einen weg. Das ist doch fantastisch. Den haben wir noch. Oberbürgermeister hilft uns nichts. Graf von Pfalz, den können wir abgeben. Den können wir abgeben an Niederlothringen. Ich hoffe halt nur, dass ich dann meine Vasallen nicht zu stark mache, aber wir müssen es machen. Sonst haben wir hier so ein Durcheinander, so ein Kauderwelsch. Habe ich jetzt den, ach, ich habe jetzt Metz abgegeben. Haben wir immer noch hier Graf von Pfalz. Wer ist das? Guntram Etichonen. Da ist er. Ja, fehlen nur noch drei. Na, vielleicht kriegen wir es doch noch hin. Ich fürchte aber, mir gehen jetzt die Grafen aus. Nikomedes ist bei uns. Der muss bei uns bleiben. Der ist auch bei uns. York können wir noch nicht. Mallorca können wir offenbar auch noch nicht. Ich probiere nochmal York. Königreich Schweden immer noch. Na gut. Mallorca gehört immer noch zum Sultanat von Andalusien. Wobei, können wir den Titel schon übernehmen? Oh, wir können das Sultanat übernehmen. Von Andalusien. Im Moment.
übernehmen. Doch für 100 Prestige. Wir bekommen 100 Prestige. Kosten 393, ist kein Problem. Wir übernehmen die Titel Sultanat von Andalusien. Und dann können wir endlich Mallorca abgeben. Wie toll ist das denn? Und das, ich würde mal sagen, dann bekommt der das gleich. Sehr ehrgeizig. Er ist gestresst. Ah, das passt schon. Dann werden wir den endlich los. Titel, Landtitel gewähren. Andalusien, Königreich. Ah, da macht der Rat wieder nicht mit. Aber es ist doch 3:3, Mensch. Dann muss er noch ein bisschen warten, bis wir erwachsen sind. Dann muss er noch ein bisschen wachsen. Also, ich lasse die Zeit mal laufen. Es kommen wieder jede Menge Anfragen für Heirat arrangieren. Unsere Schwester. Oh, da ist sie schon wieder weg. Dann warten wir, bis wir 16 sind. Kronenfokus müssen wir noch festlegen. Vasallenlimit überschritten ist klar. Können noch mal jemand einkerkern. Machen wir aktuell noch nicht. Gut. Und wir haben aktuell den Fokus Etikette, was auch sehr gut sind. Die Werte sind ganz in Ordnung eigentlich. Verwaltung könnte etwas besser sein. Aber Diplomatie schon mal sehr gut. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Wir haben auch nicht wirklich irgendwie großartig was Schlechtes. Kohle. Minus 177 haben wir noch Einheiten. Oder Verstärkung. Oh, wir werden wieder voll verstärkt. Jetzt machen wir nicht. Wir gehen erstmal auf die Kohle. Wir müssen bestimmt noch die ein oder anderen Vasallen schmieren. Wir probieren mal, ihn gefügig zu machen. Ah, sehr schön. Aber er kann uns trotzdem nicht leiden. Aha. An Abspaltungsbewegung gehindert. Minus 5 Punkte. Und die Gesetze, die können wir ändern. Sobald wir 16 sind. Wir haben kein Cooldown mehr drauf. Königreich Andalusien haben wir jetzt auch noch. Das geben wir aber die dann ab an Mallorca. Gut, und dann können die wieder ein bisschen Krieg führen. Extern natürlich. Und dann passt das. Wir bekommen wieder Militärpunkte, ist auch nicht schlecht. Und wir haben einen Aufstand. So, unsere Männer kommen langsam zurück, oder? Ein paar sind noch auf dem Weg. Hier oben sind noch ein paar. Werden aber alle dann bei uns eintreffen. Wo haben wir denn den Aufstand? Komplett entgegengesetzten Eck wieder. Wir warten mal ab. Eventuell wird das sich wieder von selbst erledigen. Wenn sich die Vasallen drum kümmern. Nach 100 Jahren im Römischen Reich wird Königreich Sachsen nicht länger als Juriteil von Reich von Ostfrankenreich angesehen. Okay. Ich gehe mal direkt auf Stufe 5. Dann ruckelt und zuckelt es mal wieder bei mir ein bisschen, aber da geht es etwas schneller. Bin mal gespannt, ob hier was passiert. Ich sehe noch keine Einheiten ausgehoben. Ah, da ist er. Oh, er schafft's. Da hat er die Einheiten jetzt direkt hier ausgehoben, wo die der Aufstand stand. Der Aufstand stand. Da hat er aber Glück gehabt jetzt hier. Lothringen und der nächste Aufstand schon. 6000 können wir die mitnehmen. Da sind wir jetzt gerade vorbei marschiert. Ah, das macht er schon hier oben. Ich bin immer versucht, mich hier um die ganzen kleinen Dinge zu kümmern. Aber als großer Kaiser sollten wir uns mit dem Kleinvieh gar nicht mehr abgeben. Ne? Wir müssen uns um größere Entscheidungen kümmern. Zum Beispiel um den Bildungsschwerpunkt von uns. Ich würde mal sagen, wir gehen auf die Verwaltung, oder?
Wir gehen auf die Verwaltung. Eventuell können wir noch ein paar Punkte hier gut machen. Und ich denke auch, es ist mittlerweile egal mit der Bedrohung. Wenn wir uns die kleinen einzelnen Besitztümer jetzt dann zurückholen. Ich denke mal, wir pfeifen auf die Bedrohung. Wir müssen ja nur relativ schnell dann das Besitztum einnehmen und dann müssen wir eh schon wieder bei 100% sein. So stelle ich mir das vor. Also ist es in der Regel egal, ob da noch Verstärkung mitkommt. Wir probieren es einfach mal an einem aus. Wir müssen hier oben halt noch ein bisschen mehr einnehmen. Das heißt, da geht es noch über ein paar Jahrzehnte, weil wir ja dann wieder Friedensvertrag haben. So, der Aufstand ist vorbei. Und da kommt auch gleich der Nächste. Was denn los? Als würden sie sich absprechen. Verlobte können heiraten. Macht das. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen... Nee, das ist nur unser Onkel. Wir haben deswegen kein Bündnis. Moment, stand da gerade eben, alle Kinder gehören zu unserer Dynastie hier oben. Vielleicht gereicht uns das noch ein bisschen zum Vorteil. Das ist unser Onkel tatsächlich. Da bin ich mal gespannt, wenn die hier Nachwuchs haben, ob die zu unserer Dynastie gehören. Das muss ja irgendeinen Vorteil haben. Wir einen Hofarzt. 19 Punkte. Wir verlieren grübelisch und erhalten gerecht. Sind wir denn jetzt schon? Nee. Ah, wir halten das einfach so. Sehr gut. So, kohlemäßig, plus 50 gerade mal. Das ist jetzt nicht so viel. Ich meine, wir haben ja dann doch schon relativ viel in unsere Provinzen investiert. Und trotzdem jetzt nur so wenig Kohle ist ein bisschen... Aber das kann sich auch wieder ändern. Das kann sich auch wieder ändern. Das ändert sich ab und zu von Monat zu Monat. Liegt wahrscheinlich wirklich noch an der Verstärkung. Wir könnten gleich noch ein bisschen Gefolge ausheben. Damit hier gleich mit verstärkt wird. 43.000. Oh, wir haben die Niederlage. Aber wieso kümmert sich denn hier oben keiner um die Schlawiner? Hier niemanden, der hier entgegenwirkt. Na, wir warten noch mal einmal ab. Ich hoffe, wir kommen da nicht zu spät. Ein neuer Marschall. Wir haben leider keinen Loyalisten. Macht mir ein bisschen Sorgen hier oben. Ah, da ist er. Geduld, ne? Geduld ist wichtig. So, was ist das jetzt mit den Bauernaufständen? Bedrohung geht relativ schnell zurück jetzt, habe ich das Gefühl. Wir haben gerade mal angefangen und gleich mal 8% verloren. Ja, immer noch 55, weit entfernt von den 130, die wir schon mal hatten. Und da ist ja schon wieder der Bauernaufstand. Ich habe mal nachgeschaut, uns fehlen jetzt wirklich nur noch zwei Achievements. SPQR und
durchspielen bis zum Ende, 1453. Das sind die beiden Achievements, die jetzt noch fehlen. Also die ich mir aufgeschrieben habe. Vielleicht bekomme ich auch noch irgendwas anderes. Es gibt noch ein Achievement irgendwie für 20.000 Pietät. Das werden wir wohl eher nicht bekommen. Wir bauen hier mal eine Burg, damit wir uns das Land sichern. Aber das war's dann auch schon. Vielleicht kommt noch so irgendwie was. Wir schauen einfach mal. Kommen jetzt alle rausgekrochen, weil wir immer noch jung sind. Hallo, der hier, die Armee von Jakobus, könnt ihr doch mal hier rüberlaufen. Wir haben ziemlich viel Ketzerei mittlerweile. 8000 hat er hier sogar. Ui, das ist aber... Der ist gleich vorbei. Aber das hier ist schon ein bisschen stressiger hier. 8000. Ah, da muss der Papa wohl kommen. Fürchte fast. Da muss dann wohl der Papa hochfahren mit dem Schiff. Wir warten noch kurz ab. Wir müssen uns auch wieder noch um die Gefangenen kümmern. Ah, okay, wir laufen mal hier hoch, fahren mal hier hoch, 8000. Wir nehmen mal die 7000, die reichen locker. Tucker mal hier hoch. Oh, jetzt haben wir schon 91. 40. Sind wir schon voll verstärkt jetzt? Denk mal eher noch nicht. Unsere Nichte muss irgendeinen Fokus wählen. So, wir sind schon angekommen. Anführer rein. Warten, bis die Moral wieder auf 100% ist. Und dann drüber marschieren. Verlieren, verspielt, erhalten, gesellig. Was ist denn los hier? Lauter tolle Eigenschaften. Das kann eigentlich nicht mehr gut gehen. Irgendwas passiert jetzt dann. Irgendwas passiert jetzt dann. Und um die ganzen Gefangenen müssen wir uns auch noch kümmern. Irgendwann müssen wir uns Gedanken machen, was wir machen, wenn wir das große Achievement erreicht haben. Dann haben wir bestimmt noch vielleicht so 100 Jahre, 200 Jahre Zeit, je nachdem, wie schnell wir es jetzt hinbekommen. Dann müssen wir mal schauen, was wir noch machen, ob wir noch weiter expandieren. Wer bist du? Unser Bruder ist unser Nachfolger, ach so. Du geh mal lieber auf die Verwaltung. Wir dann weiter expandieren oder was wir sonst noch so machen können. Oder ob wir dann die Zeit einfach nur durchlaufen lassen bis zum Ende. Mein Anspruch ist jetzt nicht mehr viel da. Kommt wieder ein Abenteurer. Oft hier so eine Ketzerei kommt, ne? Der ist... orthodox christlich, ja. Das ist offenbar einfach nur die Region. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass die Grafen oder Bürgermeister, die hier wohnen, dann Ketzer sind. Das ist dann wahrscheinlich einfach nur die Region. Gehen mal auf den Bildschirm. Kommt, wenn ich hier wieder raus zoome. Es sieht schon ganz toll aus, aber es sind immer noch vereinzelt Flecken. Nicht mehr so ganz so viele, wie es schon mal waren.
Aber man kann offenbar nicht komplett den Katholizismus ausrotten.